willkommen auf Susis Cooking-Kanal. Bei mir gibt es heute eine Tomaten-Knoblauch-Butter. Auf das Rezept wäre ich alleine, glaube ich, nicht aufmerksam geworden, aber es ist mir empfohlen worden und ich mache es heute schon zum dritten Mal. Wir bekommen Besuch am Abend und ich möchte es einfach auf Baguette aufstreichen, als Aufstrich oder als Butter einfach. Rentiert sich wirklich, das mal auszuprobieren, auch zu gegrilltem Grillfleisch oder Kartoffeln, sehr, sehr lecker. Ich lese euch mal vor, was wir dafür brauchen. Wir brauchen 2 Limetten, dünn abgeschält, die habe ich zum Beispiel wieder mal nicht. Ich nehme meine Zitronensalzpaste, einen Bund Petersilie ohne Stiele, eine halbe Chilischote entkernt, 5 Knoblauchzehen, 120 Gramm getrocknete Tomaten in Öl abgetropft, einen Teelöffel Tomatenmark, einen Teelöffel Senf, einen Teelöffel Salz und 250 Gramm Butter. Ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Das ist kurz und schmerzlos. Und zwar geben wir die Petersilie, habe ich mir jetzt von draußen einfach ein bisschen was abgezupft, die 5 Knoblauchzehen und die Chilischote in den Mixtopf und zerkleinern das Ganze 6 Sekunden auf der Stufe 8. Da hätten 3 Sekunden auch gereicht, wie ihr gehört habt. So sieht es aus. Ein Stück Chili ist da unten noch ein bisschen grober. Da werde ich nochmal nachmachen, weil ich möchte nicht diejenige sein, die auf die Chili beißt. Das sind nämlich selbst angebaute Chili. Jetzt passt es. Seht ihr, so schön zerkleinert. Toll. Weil Stefan hat nämlich heuer selbst Chili gesät und geerntet jetzt mittlerweile auch schon etliche. Sind so toll geworden. Ja. Dann geht es weiter. 120 Gramm getrocknete Tomaten in Öl abgetropft. 120 Gramm. Ich muss jetzt mal schauen, wie viel das ist. Ein bisschen mehr, das gebe ich wieder zurück dann. Einen Teelöffel Tomatenmark. Den drückt man einfach so rein. Einen Teelöffel Senf. Und das Ganze machen wir jetzt 3 Sekunden auf der Stufe 5. Ein Teelöffel Salz kommt noch dazu. Halt, nein. Da nehme ich ja meine Zitronensalzpaste. Ansonsten gebt ihr einen Teelöffel Salz dazu. Gramm weiche Butter in Stücken. Stücke erübrigt sich bei mir, weil es ist hier so heiß. Ich habe die vorhin aus dem Gefrierfach und die muss ich definitiv nicht in Stücke schneiden, weil die läuft mir eh gleich weg. Und 20 Gramm Limettensaft, da habe ich jetzt Zitronensaft.
Ganze vermischen wir jetzt 30 Sekunden auf der Stufe 3. Es duftet, sage ich euch, herrlich. Bitte macht diese Tomaten-Knoblauchbutter nach. Ich habe ja auch schon eine Steakbutter verfilmt, die wirklich ein bisschen aufwendiger ist von den Sachen, die alle reinkommen. Aber ich würde wirklich behaupten, dass die da richtig gut mithalten kann. Also für alle, die meine Steakbutter schon ausprobiert haben und die für gut befinden, denen kann ich die hier nur wärmstens empfehlen. So sieht sie aus. Ich weiß, es hört sich immer blöd an, aber ihr solltet die echt ausprobieren. Egal ob zu Grillfleisch oder einfach als Brotaufstrich. Perfekt, perfekt. Baguette dazu, normales Brot dazu, wirklich Kartoffeln, egal. Sehr, sehr lecker und vielen Dank für die Empfehlung, die ich bekommen habe, die auszuprobieren. Weil wie gesagt, ich glaube, sie wäre jetzt nicht unbedingt auf meiner To-Do-Liste gestanden. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und sage Servus und Pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.